Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zum Ausblick hier auf unserem Seekrautskanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alles Work in Progress, aber es sind Testschiffe und Tests, die jetzt hier im Hintergrund laufen werden, beziehungsweise die Testschiffe werden sich ändern. Und ja, da wollen wir euch unbedingt drüber informieren, weil die Einfluss haben werden, nämlich auf euer Spiel, zukünftigen Spielvergnügen. Und wir wollen erstmal mit den paneuropäischen Zerstörern anfangen, gehen aber nachher noch auf britische schwere Kreuzer ein, die sich auch ändern und die kommen ja schon mit dem nächsten Update. Das heißt, von dem Zeitpunkt an, wo ich dieses Video mache, sind es noch 14 bis 10 Tage, bis dieses Update verfügbar sein wird, voraussichtlich. Ja. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass ihr diese Informationen vorher haltet, weil da sind auch ein paar Nerfs dabei. Wollen wir mal anfangen mit diesem paneuropäischen Zerstörer, Tierstufe 6. Aktuell ist die Verborgenheit hier mit 6,9 angegeben, aus der Luft 2,9 und wenn er im Nebel steht und schießt 2,4, das wird sich ändern. Die Schiff wird in Zukunft 7,06 Kilometer erkennbar sein, also aufgerundet dann 7,1. Abfeuern der Hauptbatterie im Nebel wird das Schiff auf 2,51 Kilometer entdecken, also da kommen so 100 Meter drauf knapp. Und durch Flugzeuge entdeckbar sein werdet ihr dann auf 3 Kilometer statt auf 2,9. Insgesamt soll das dazu führen, dass der Zerstörer früher entdeckt wird und damit eher Ausweichbewegungen beim Feind ermöglicht werden. Also 6,2 Kilometer ist dann ja relativ weit. Einige Zerstörer haben auf jeden Fall eine geringere Erkennbarkeit, können in ihrer eigenen Flotte quasi dadurch, dass ihr früher entdeckt werdet, warnen. Und ja, ihr seid ja auch nicht gerade schwach bewaffnet im Vergleich zu anderen DDs. Ihr habt hier drei Türme, A2 Rohre, also sechs Rohre. Könnt zwar jetzt nicht gerade super weit schießen, das ist aber okay für die Tierstufe. Eine relativ überschaubare Ladezeit ist da auch vorhanden. Dazu kommen die guten Torpedos hier mit 10 Kilometer 65 Knoten. Machen zwar nicht super viel Schaden, aber nichtsdestotrotz insgesamt soll das helfen, das Schiff ein bisschen mehr zu balancen. Auf ihrer Tierstufe hat sie wohl einen Ticken zu viel Schaden gemacht und damit wollen sie das ein bisschen eindämmen, die ganze Geschichte. Nächstes Schiff, um was wir uns hier in dem Video kümmern wollen, ist die Smallern. Die Smallern bekommt zwei Sachen und zwar bekommt sie einmal die Feuerreichweite erweitert von 10,4 auf 11,4, also 1 Kilometer dazu. Und das soll diese Betonung auf dem Artilleriezerstörer wahrscheinlich ein bisschen mehr hervorheben. Weil wir haben hier zwar weiterhin nur zwei Türme, aber die Ladezeit ist ja im Vergleich zu Hallern ein Ticken kürzer, 0,2 Sekunden. Und wir haben weniger Torpedos, die weniger weit schwimmen und langsamer sind. Ne? Also diese ganze Kombination sorgt eben dafür, dass der Fokus eher auf den Guns liegt bei diesem Zerstörer. Ein Ticken mehr, zumindest der Schwerpunkt da liegt, als bei der Halland, die ja ganz klar ein Torpedozerstörer ist. Dazu hat die Smallern eben die Besonderheit, dass sie ein Überwachungsradar einsetzen kann. Ja, Nebel ist auch hier nicht vorhanden, so wie bei allen paneuropäischen Zerstörern, zumindest die wir in dem Forschungsbaum bekommen werden. Und man hat jetzt hier eine Reichweite von 7,5 Kilometer und 15 Sekunden Wirkungsdauer. In Zukunft wird das Radar eine Reichweite von 20 Sekunden bekommen. Insgesamt hatte er auch ich persönlich das Gefühl, dass sie einen ganz kleinen Ticken underperformt, weil du ja irgendwie einen zu starken Zwitter hattest. Du warst nicht gut bei den Guns, also eigentlich genauso schlecht wie die Hallern, und hattest aber weniger Torpedos, mit weniger Reichweite, mit weniger Geschwindigkeit. Und mit dem Radar, ganz ehrlich, 15 Sekunden, selbst wenn man das dann gepimpt hat, kam es auf 20 Sekunden. Man setzt das auch nicht so stark und ständig ein. Gibt sicherlich die D-Fahrer, die das besser können als ich. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, überhaupt nicht. Aber insgesamt fühle ich mich nicht so wohl wie auf der Hallern. Ich habe eher zu Hallern gegriffen, ja, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden, als zur Smallern. Und vielleicht hilft dieser Umbau jetzt dazu, dass man sich auf der Smallern auch ein bisschen wohler fühlt, weil man einfach einen Ticken mehr Verschiebung vom Torpedo-DD zu einem Gun-DD bekommt bei diesem Teil jetzt. Ist natürlich jedem seine Meinung. Ich habe jetzt das Gefühl, das könnte besser sein mit diesem Umbau. Das nächste Schiff, was wir jetzt hier behandeln wollen, ist die Cheshire, die hier als Premium-Kreuzer wohl irgendwann ins Spiel kommen wird. Was ist jetzt hier besonders im Vergleich zur Albemarle? Wir haben hier schon 234 mm Kanonen in drei Türmen. Jeder Turm hat zwei Rohre. Dieses Schiff underperformte wohl relativ stark. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein Nerf bei diesem Schiff und nicht nur Buffs.
Fangen wir mit dem Nerf an. Und zwar wird der Abprallwinkel für AP-Munition erhöht. Vorher waren es 0 bis 25 Grad garantierte Abpraller, jetzt sind es 0 bis 30 Grad garantierte Abpraller und dann eben 30 bis 45 Grad die Chance auf Penetration. Also da können Abpraller entstehen, aber es kann auch eine Penetration stattfinden. NG-Faktor. Ne? Das wird hier jetzt Einzug halten. Das ist übrigens bei der Drake und bei der Goliath oder Goliath, wie auch immer man die dann ausspricht, dann übrigens ganz genauso. Bei den 234 mm AP-Munitionen wird generell der Abprallwinkel auf Standard gesetzt, also 0 bis 30 Grad. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch ein paar Buffs und das wird dem Schiff hier relativ gut stehen, glaube ich. Die Nachladezeit der Hauptbewaffnung wird verkürzt. Wir haben nämlich hier jetzt noch 13 Sekunden und in Zukunft werden es 11,5 Sekunden sein. Das halte ich für sehr sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben relativ wenig Mumpeln, weil wir einfach nur 6 Läufe haben. Ja, man muss dann auch mal irgendwie schneller schießen können, finde ich persönlich. Also der Schaden bei mir war mit dem Teil relativ überschaubar, um es mal so auszudrücken. Wie gesagt, ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade der geborene schwere Kreuzerfahrer, bei den Briten zumindest nicht. Aber ich hatte einfach kein so gutes Gefühl, einfach weil so wenig Mumpeln waren. Die ganzen anderen Schiffe, die 234 mm haben, die Drake und eben die Goliath, die hat eben, die haben halt mehr Mumpeln in der Luft, ne? Das merkt man einfach. Und weiter geht's eigentlich auch mit der Reichweite, die wird nämlich hier auch erhöht. Wir haben hier 15,7, da haben wir 16,1 in Zukunft. Die Erkennbarkeitsweite des Schiffes von 12,42, ja, das ist hier schon geskillt durch die Tarnung, deswegen steht hier 12, wird reduziert auf 11,9. Das heißt, man kann da in Zukunft noch weiter runterkommen. Das ist also eine ziemlich coole Geschichte. Und ja, allgemein, was ich eben schon sagte, Wargaming sagt dazu, durch die geringe Anzahl an Rohren, ja, ist der Damage pro Sekunde halt nicht so hoch und deswegen muss man das so ein bisschen verändern. Also man gibt dem Schiff ein bisschen mehr Spielraum mit dem Auf- und Zugehen zum Beispiel, deswegen, dass man sich eher aus dem Kampf wieder zurückziehen kann. Man kann auch gleichzeitig ein bisschen weiter schießen und man kann schneller schießen, sodass der Damage pro Sekunde besser werden kann, wenn man sich clever anstellt. Das ist eigentlich das, was man mit dem Schiff hier erreichen möchte auf T8 und ich glaube, dass das dem Schiff ganz gut tun wird. Kommen wir zu Drake, T9 Kreuzer, schwerer Kreuzer der britischen Royal Navy. Die bekommt eben auch die Abprallwinkel genervt, das heißt 0 bis 30 Grad, wie ich es eben schon sagte. Und wir bekommen hier einen Buff, und zwar für die Nachladezeit. Hier sind es noch 18,5 Sekunden, in Zukunft werden es 18 Sekunden sein. Ist wieder nur eine halbe Sekunde, aber auch da haben wir wieder eine kontinuierliche Veränderung. Ne? Ihr merkt, wir waren mal viel höher. Wir waren mal, glaube ich, bei 19,5 Sekunden bei der Drake. Und es wird immer weiter getestet, man kriegt immer mit, oh, da müssen wir nochmal anpassen. Man macht jetzt nicht mehr diesen großen Schritt, sondern macht eine etappenweise Annäherung an den Optimalzustand, aus Wargaming-Sicht natürlich. Ja, also halte ich für nach wie vor einen sinnvollen Weg, lieber einen Ticken länger testen und ein paar kleinere Anpassungen machen, anstatt einmal eine große Anpassung sendet, ist komplett fair, ja, wie bei den paneuropäischen Zerstörern, da wurde ja eine komplett Großanpassung gemacht, bevor sie überhaupt in den öffentlichen Test für Kontributoren und so weiter ging, ja, muss man ja auch sagen. Weiter geht's nach der Drake zur Goliath. Die sieht dann so aus, wie so eine Art Mini-Conqueror, könnte man sagen. Auch die Brücke ragt hier so hoch hinaus, Doppelschornstein und so weiter. Und hier wird es auch Anpassungen geben, und zwar werden die Hauptgeschütze auch gebufft. Wir haben hier noch 19 Sekunden Nachladezeit, in Zukunft werden es 18,5 Sekunden sein. Und es gibt auch hier diesen Nerf für die AP-Munition, Standard-Abprallwinkel in Zukunft 0 bis 30 Grad anstatt 0 bis 25 Grad, wie es vorher war. Und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Und zwar hatte ich ja gesagt, es geht hier nicht nur um Testschiffe, sondern auch um Tests. Und World of Warships macht jetzt eine geschlossene Testsitzung für Flugzeugträger, die im Format der Klanggefechte stattfinden. Und da geht es in erster Linie um das Verbrauchsmaterial Patrouillenflugzeug, was jetzt hier verändert wird, damit der Einfluss dessen sich ein bisschen verändert. Und zwar haben die Patrouillenflugzeuge ja bis jetzt 20 Kilometer weit Schiffe aufgeklärt. Und in Zukunft werden diese eben nur noch 5 Kilometer weit gucken können. Ja, das heißt, alles, was im Bereich von 5 Kilometer passiert, wird auf der Minimap dann dargestellt, ist aufgeklärt und nicht mehr, was in 20 Kilometer passiert. Das soll halt eben dazu führen, dass ein Flugzeugträger plötzlich nicht die ganze Karte schon gespottet hat. Außerdem, die Zeit bis zum Beginn der Jagd auf ein feindliches Flugzeuggeschwader wird von 5 auf 1 Sekunde reduziert. Was bedeutet, ist der Jäger, also fliegt
ein feindliches Geschwader durch die Zone durch, wo dieser Patrouillenflugzeug aktiv ist, wird quasi innerhalb von einer Sekunde die Jagd auf dieses Geschwader eröffnet. Also heißt noch mehr Obacht für den gegnerischen CV-Piloten, der dann da unterwegs ist, dass er eben nicht in solche Zonen reinfliegt. Die nächste Sache ist, dass dieses Patrouillengebiet erweitert wird, und zwar von 3,5 auf 6 Kilometer. Ja, also nicht mehr 3,5 Kilometer Durchmesser, sondern 6 Kilometer Durchmesser. Das macht das alles noch ein bisschen schwieriger und vor allen Dingen taktischer, ja, dass man bestimmte Bereiche auf der Karte komplett sperren kann. Man muss wirklich weite Bereiche umfliegen, um dann zum Gegner zu kommen. Also das kann wirklich einen sehr großen Einfluss haben. Außerdem, wenn ihr dieses Patrouillenflugzeug gedroppt habt, das ist ja ein Verbrauchsmaterial bei den Geschwadern, dann dauert es immer, bis dieser Patrouillenflugzeug in diesem Bereich erschien. Ja? Und zwar hat das früher 6 Sekunden gedauert, bis das Flugzeug dann da war. Also ihr habt auf den Knopf gedrückt und 6 Sekunden später war das Flugzeug in der Zone, wo ihr zugewiesen habt. In Zukunft werden es 15 Sekunden sein. Das heißt, auch da muss man sich darauf einstellen, es dauert 15 Sekunden, bis das Geschwader, also das Patrouillenflugzeug, dann da ist, um feindliche Flugzeuggeschwader abzuschießen. Das nächste ist die Reichweite der Kampfflugzeuge, also wie weit sie das gegnerische Geschwader verfolgen vom Ursprungspunkt aus. Früher waren es 7,5 Kilometer, in Zukunft wird der gegnerische Pilot, also das gegnerische Geschwader, 12 Kilometer lang verfolgt. Ja, also eine ganze Ecke mehr, ne? Fast das Doppelte, fehlen nur 2 Kilometer drauf. Dann wird die Aktionszeit für dieses Patrouillenflugzeug verlängert, etwa in 60 Sekunden. Es werden in Zukunft, in dieser Testphase wohlgemerkt, 90 Sekunden sein. Das heißt, dieser Bereich, der wird nicht nur größer, das Geschwader kann nicht mehr so weit gucken und so eine ganzen Geschichten, sondern der Bereich, also die Zeit, die dieser Bereich geblockt ist, wird um 30 Sekunden verlängert. Und der nächste Punkt ist auch nochmal ein entscheidender. In Zukunft, in dieser Testversion, wird es so sein, dass die Geschwader nicht mehr 3 Aufladungen davon haben, sondern 6. Das heißt, die Patrouillenflugzeuge können häufiger eingesetzt werden. Und das ist sehr, sehr interessant. Es ist sicherlich ein bisschen überzogen, dass sie jetzt gleich vieles verdoppeln oder so. Aber ich glaube, dass der Kampf, dass diese Veränderungen, die Interaktion der Flugzeugträger untereinander und gerade in Clan Wars sehr viel intensivieren können. Also da stimme ich Wargaming sogar ein Stück weit zu, weil die das auch suchen, dass die intensivere Interaktion zwischen Trägern der gegnerischen Teams eben wichtig ist und die Zusammenarbeit zwischen verbündeten Flugzeugträgern oder verbündeten Schiffen eben besser sein kann, weil man eben jetzt in der Luft ganze Bereiche, Korridore sperren kann und das auch wirklich heftige Konsequenzen hat, wenn man dann doch reinfliegt. Das dauert zwar länger, bis die Patrouillenflieger da sind, aber wenn dann man doch in diese Zone reinfliegt, ist man nur eine Sekunde drin und verliert wahrscheinlich einen Großteil, wenn nicht sogar alle Flugzeuge, mit denen man da durchfliegt. Das finde ich, hört sich extrem spannend an, weil es jetzt auch wirklich eine echte Konsequenz hat. Das war früher eben nicht unbedingt so. Man konnte eben durchfliegen und dann mit Motorbus zum Beispiel den Patrouillenjägern wieder davonfliegen oder man hat nur ein paar Flugzeuge verloren oder ist einfach so schnell durch gewesen, dass die Patrouillenflieger gar nicht angesprochen haben, einen anzugreifen. Also eine ganze Geschichte. Ich persönlich, wie gesagt, halte diese ganze Geschichte noch ein bisschen für spannend und für auch den richtigen Schritt. Ich finde es eigentlich, das könnte man so vielleicht in einer abgewandelten Form auch für Zufallsgefechte bringen, da hat man die Flugzeugträger untereinander besser interagieren können und ja, dann halt auch das Team entsprechend schützen können. So eine Zone von 6 Kilometer ist natürlich viel geiler als eine Zone von 3,5 Kilometer. Ja, so eine Sachen, naja, wer weiß, wohin das führt. Es ist, wie gesagt, ein geschlossener Test, der da stattfindet. Und des Weiteren hatten wir darüber berichtet, dass hier die Karte Beringmeer und Schleife geändert wird und da hatten wir darüber berichtet, da gibt es jetzt nochmal weitere Änderungen, welche genau steht jetzt hier nicht, aber nur, dass ihr wisst, die Karten, die sind noch weiter in der Anpassung in der Erprobungsphase. Ja, und das ist jetzt eigentlich, was wir zu den aktuellen Tests, bei den Testschiffen und zu den Tests berichten können, was jetzt gerade stattfindet im Hintergrund und ich hoffe, dass ihr ein paar Informationen mitnehmen konntet. Macht euch euren eigenen Reim auf diese Informationen, die wir euch jetzt hier bieten können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Änderungen bei den Schiffen haltet.
Kann ja auch sein, dass jemand das ganz anders sieht als ich. Das ist ja so im Leben, ne? Gibt verschiedene Meinungen. Würde mir auf jeden Fall freuen, wenn ihr konstruktiv unter diesem Video kommentiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke und empfehlt uns gerne weiter. Dann sagen wir danke für eure Zeit. Euer Secrets Team, euer Andi. Ciao, ciao.